Soeben ist das Apple September Special Event zu Ende gegangen und in diesem Video erfahrt ihr kurz zusammengefasst alles Wichtige, was vorgestellt wurde und was ihr wissen müsst. Also weiter geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Angefangen hat Apple ziemlich direkt mit der neuen Apple Watch Series 6. Das Design ist unverändert geblieben, allerdings gibt es jetzt eine neue blaue und rote Farboption, wenn man das Aluminiumgehäuse wählt. Und bei den Edelstahlvarianten mit dem Hochglanzgehäuse gibt es einen Goldfarbton, der ziemlich ähnlich zu dem der ersten Apple Watch Edition aussieht. Mir persönlich gefällt das Ganze ziemlich gut, aber auch darüber hinaus gab es noch einige kleine Neuerungen. So gibt es zum Beispiel einen neuen Sensor, welcher den Sauerstoffgehalt im Blut messen kann. Das ist ziemlich wichtig, wenn es einem um die Gesundheit geht, so dass man das auch alles immer am Handgelenk checken kann. Und außerdem gibt es einen neuen Prozessor, nämlich den S6, und dieser ist 20% schneller als im Vorgänger. Und darüber hinaus gibt es noch ein neues Always-On-Display, welches jetzt nicht nur die Uhrzeit anzeigen kann, sondern auch einzelne Funktionen wie zum Beispiel die Schrittanzahl oder auch die Höhenmeter, welche man beim Bergsteigen erklommen hat. Alles in allem ist das Update also nicht allzu groß, aber trotzdem gibt es wie gesagt einige kleine Neuerungen, aber den größten Teil, den macht dann WatchOS 7 mit den ganzen Softwarefunktionen aus, welche man dann aber natürlich auch zum großen Teil, wie zum Beispiel den Schlaftracker, auch bei älteren Modellen bekommen kann. Was es aber neu gibt für alle Modelle, das sind neue Armbänder, es gibt ein neues Lederloop, es gibt ein Sportarmband, welches keine Schließer hat, sondern einfach nur über den Arm gezogen wird, und ich muss sagen, das Ganze sieht insgesamt ziemlich cool aus und kann den Look von der Apple Watch auch nochmal komplett aufwerten. Bestellt werden kann die neue Apple Watch Series 6 ab jetzt und ausgeliefert wird sie am Freitag. Preislich beginnt sie bei 418 Euro. Das ist jetzt so eine krumme Zahl wegen den ganzen Umsatzsteuersenkungen im Rahmen der Corona-Krise, die in Deutschland durchgeführt wurde. Aber es gibt auch noch eine günstigere Alternative, an eine aktuelle Apple Watch zu kommen, und zwar mit der neu vorgestellten Apple Watch SE. Im Grunde genommen ist das die Apple Watch Series 5, nur ohne die Funktion vom Always-On-Display. Aber ansonsten ist alles gleich, also der gleiche Prozessor, das gleiche Design, und ich muss sagen, für nur 290 Euro bekommt man da dann ein ziemlich gutes Gesamtpaket, eben zu einem ziemlich günstigen Preis. Und auch die Apple Watch SE könnt ihr ab heute vorbestellen und bekommt sie dann ebenfalls, wenn ihr frühzeitig bestellt habt, am Freitag geliefert. Danach hat Apple noch einen neuen Service vorgestellt, welcher sich Apple Fitness Plus nennt. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es um Fitness. Denn Apple bietet verschiedene Videokurse an, mit denen man trainieren kann. Egal, ob man Anfänger ist oder auch fortgeschritten. Es gibt wöchentlich neue Videokurse und, was ziemlich praktisch ist, die Aktivitäten, die von der Apple Watch aufgezeichnet werden beim Workout, die werden dann zum Beispiel live über den Videofeed, den ihr euch am iPad oder auch am iPhone anguckt, einfach gestreamt, sodass ihr dann alles auf einen Blick habt, zum einen eben den Videokurs und zum anderen eben alles, was eure persönliche Aktivität angeht, und das ist doch eine ziemlich coole Sache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das Ganze mal auszuprobieren. Preislich muss man hier dann $9,99 im Monat bezahlen oder $79 pro Jahr, und das Ganze wird ab Ende des Jahres verfügbar sein, und wenn ihr euch eine Apple Watch kauft, dann bekommt ihr 3 Monate gratis dazu, ähnlich wie das auch bei Apple TV Plus ist. Aber auch Apple selbst ist bewusst, dass es mittlerweile ziemlich viele Services gibt, wofür man bezahlen muss. Also auch von Apple. Da ist zum Beispiel Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus und jetzt neu zum Beispiel auch Apple Fitness Plus. Und dafür gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, die nennt sich Apple One. Und das ist im Grunde genommen ein Bundle aus vielen Services. Dort gibt es 2 Pakete. Einmal eins für $15, wo ihr sozusagen die ganzen wichtigen Services wie Apple Music zum Beispiel mit drin habt. Oder auch ein Gesamtpaket, wo alles mit drin ist. Und das wird dann $30 pro Monat kosten. Und je nachdem, wie aktiv man die ganzen Services benutzt, ist das auf jeden Fall ein preislicher Vorteil.
Weitergemacht hat Apple dann mit den iPads und hier haben sie erstmal eine Zahl gedroppt, wo ich erstmal realisiert habe, wie wichtig der Markt für Apple mittlerweile um die iPads geworden ist. Sie haben nämlich bereits über 500 Millionen Geräte verkauft, also an allen iPads zusammen, und das ist mal eine richtige Hausnummer. Dementsprechend haben sie auch ihr Einsteiger-iPad etwas verbessert. Es kostet 370 Euro und hat jetzt neu den A12-Prozessor. Damit ist das Gerät dreimal so schnell wie das bestverkaufte Android-Tablet und dank iPadOS 14 kann dieses Gerät im Grunde genommen für die meisten Leute wahrscheinlich auch einen Computer vollwertig ersetzen, zumal man mit dem A12, obwohl es nicht der neueste Prozessor ist, insgesamt wirklich richtig geile Leistung bekommt. Also Props an der Stelle. Ja, und dann gibt es noch das neue iPad Air und hier hat sich wirklich viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Das iPad Air hat jetzt das gleiche Design wie das iPad Pro, also dieses flache und kantige, was mir persönlich einfach richtig gut gefällt. Außerdem gibt es ein größeres 10,9 Zoll Display. Face ID gibt es nicht, obwohl das Design vom iPad Pro übernommen wurde. Stattdessen gibt es Touch ID im Power Button, was ich eine sehr clevere Wahl finde, und ich glaube, das Ganze wird auch in die kommenden iPhones kommen, weil den Power-Button haben sie entwickelt und gerade in Zeiten von Corona ist Face ID einfach nicht besonders praktisch. Außerdem ist das iPad Air jetzt auch kompatibel mit dem Magic Keyboard, welches bisher nur beim iPad Pro verfügbar war, und mit dem Apple Pencil 2. Das ist auf jeden Fall eine mega coole Sache. Es gibt auch einen USB-C-Anschluss und Stereo-Lautsprecher im Querformat. Das heißt, auch zum Filme gucken ist das iPad somit sehr gut geeignet. Und was dann noch ziemlich erstaunlich war, dass sie den neuen A14-Prozessor vorgestellt haben und einfach mal gedroppt haben. Dieser Prozessor sorgt dafür, dass das iPad 20% schneller ist als sein Vorgänger, also als das bisherige iPad Air, und im Grafikbereich sind es sogar 30%. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze im Vergleich zum iPad Pro verhält, denn dort ist noch der A12Z-Prozessor verbaut, aber auch der hat schon wirklich viel Leistung. Das Ganze kostet übrigens 630 Euro, man kann das iPad auch ab heute vorbestellen, am Freitag wird es dann geliefert, und was richtig geil ist, es gibt zwei neue Farben, und zwar einen grünen und ein Blau, und ich muss sagen, gerade das Blau, das gefällt mir einfach richtig gut, und ich persönlich hätte damit nicht gerechnet, dass es auf einmal bunte iPads gibt, aber wie gesagt, ich freue mich und werde auch gucken, dass ich ein Gerät davon hier für Videos ranbekomme. Ja, mehr hat Apple tatsächlich gar nicht vorgestellt, also keine neuen iPhones, keine AirTags, keine neuen AirPods, kein nichts. Das Einzige, was sie noch mit angekündigt haben, ist, dass alle Software-Betriebssysteme, also iOS, iPadOS, macOS, tvOS und auch watchOS, ab morgen für alle frei verfügbar sind. Das heißt, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, könnt ihr ab morgen die neueste Software installieren und die ganzen neuen Funktionen ausprobieren. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, um keine weiteren Videos mehr auch zu den neuen Apple-Produkten und allgemein zu spannender Technik zu verpassen, und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!